Boss in Rage hatte ich echt noch nie gehabt. Nee. Und das Krasse war, ich konnte ja nicht mal ne, Alt F4 drücken, weil da kam immer nur so Bling, Bling. FIFA zerstört aber echt Freundschaften. FIFA zerstört Freundschaften. Das Oder ist Monopoly. ja, aber Monopoly haben wir nie so lange gespielt, dass es Freundschaften zerstören könnte. Ich habe noch nie Monopoly mit Freunden gespielt. Hallo Fiete. Oh ja, Rocket League. Rocket League muss ich mir auch nochmal holen. Stimmt. Rocket League ist so geil. Ist ja auch im Sale, ich glaube für 9,99. Ja. Rocket League ist echt cool. Erstmal Konto schön. Alter. Ruin Ja, zurück. du, weißt, das hatte ich auch letztens bei Pasi so geil so. Ey, Michael, hol dir mal Portal 2. Okay, gekauft. Ich dachte so, what the fuck, okay. So einfach. Das ist der Vorteil, wenn man arbeitet. Ja, das ist halt echt. Du kannst ja einfach Sachen leisten, die du dir vorher mit Taschengeld nicht leisten konntest. Also, Das hat mir auch ein Kumpel gesagt. Das ist so geil. du konntest ja dir schon leisten, aber halt erst nach ein paar Wochen, Monaten, was weiß ich, Ja, vielleicht. eben. Das hat mir auch ein Kumpel gesagt, der jetzt Ausbildung macht bei der Taunussparkasse. Der meinte so: Ja, ich hole mir jetzt erstmal das neue iPhone. Ich so: Was? Wo hast du das Geld her? Ja, so vom Arbeiten her, ne? Kriegst du halt einfach. Machst du mal so nebenbei. Ich denke so: Alles klar. Machst du mal so nebenbei ein iPhone, ne? Ist halt ganz geil. Weißt du, was mir gerade auffällt? Es wird hier langsam dunkel. Dunkel. Ich hoffe. Ja, wir werden im Dunkeln landen. Jetzt kommt. Oh, nö! Ich sehe gerade. Ja. Meine Maschine war gerade im Stall. What? Nur so zur Info. What? Alter, nice. Ich könnte diesen scheiß Autopiloten umbringen. Wenn man ihn umbringen könnte. Weißt du was? Ich bleibe jetzt einfach auf 26.000 Fuß. Das wird mir kommen. Was? Wie viel? 26.000 Fuß. Okay. Stattlich. Könnte, also ich muss auf jeden Fall noch ein Step Climb machen. Ich weiß gar nicht, auf wie viel tausend. Ich mach nachher einen Step Climb. Ich habe ja auch gestern, weißt du, ich bin die ganze Zeit so zwischen 35 und 33 immer so hin und her gegangen. Einmal musste ich ja auf 35, als du direkt unter mir durchgezogen bist. Und dann bin ich irgendwann wieder auf 33 und dann bin ich wieder hoch auf 35. Einfach um zu glotzen, was wie Essen ist. Wo gucke ich das denn nach? Da! 93 gehe ich nachher hoch. Mal 39. 93. 39.000. Fuh. Ach Da. so, 93. Ich habe 93 verstanden. 93.000 Fuß? Ja, läuft. Kriegt Hast du auch gerade eine wundervolle FSX-Chat-Nachricht bekommen? Ah ne, das ist private, okay. Aber wie geil, das habe ich gar nicht gecheckt, dass es das gibt. Was ist mit diesem Scheißding gerade los? Okay, ich flieg das Ding nie wieder. Ach. Das Ding stallt die ganze Zeit. Obwohl ich mittlerweile 26.000 Fuß eingegeben habe. Okay. 26.000 Fuß war. Komisch. Okay, das wird so nix. Ich wüsste jetzt aber echt gern, wo du bist. Irgendwo. Irgendwo im Nirgendwo. Tatsache, es wird dunkel. Jetzt sehe ich es auch. Und vor mir ist Nebel. So, haben jetzt gerade die Nachricht rein. Ich weiß gar nicht, wie man die aufmacht. Wie macht man beim FSX Steam Edition diesen komischen Chat auf? Shift-Tab. Shift-Tab? Nee, nicht den Steam-Chat, sondern, den FSX-Chat. Ich weiß gar nicht, wie man den aufmacht. Kommt, Leute, gebt mir irgendeinen Tipp. Jo, meine Maschine ist gerade voll am Arsch. 380 for the win. Hast du irgendwie falsch getrimmt oder sowas? Nee, ich hab sie gar nicht getrennt. Oh, okay. So, jetzt stallt sie wieder. Das kann nicht wahr sein. Jetzt geht sie wieder nach unten mit der Nase.
Also ich bin jetzt bei Sri Lanka. Glaube, ich sehe sogar ein Ticken von Sri Lanka, ja. What? Eine Maschine ist gerade mit der Nase ganz weit unten und stallt. Das Ding ist kaputt. So, warte mal. Akutzeichen. Ach du Scheiße. So, warte mal. STRG. Schaltakute. Wehe, mein FSX knackt jetzt ab. Ah, okay. Das ist die Taste links neben dem Backslash. Nee, nicht Backslash. Die Taste rechts neben dem scharfen S, sagen wir es mal so. Ah, das ist ein Akutzeichen. Interessant. Antworten wir mal Philipp, das sieht ja jetzt jeder. Hier was dazugelernt. Ja. Trollalolle hier. Ich verstehe nicht, was mit dieser Maschine kaputt ist. Ja, der ist. Alles ist in Ordnung, alle Systeme. Oh, man sieht die ersten Sterne. Wie schön. Das hier ist ja meine Lieblingszeit im FSX, muss ich ja sagen. Wenn die Sonne untergeht und du wirklich so im Hintergrund dieses Rote hast. Vor dir, das, schon so langsam die Sterne aufblitzen. Ich glaube, ich mache jetzt mal hier ein Foto. Zack. Ja, das ist cool. Das ist halt echt nice. Kann es sein, dass der Autothrottle kaputt ist? Das kann sein. Ich mach mal Autothrottle aus. Guck mal, wie sieht das? Jetzt wird er schneller. Ja. Aber auch nur leicht. Jetzt wieder mehr. Ja. Gucken, was die anderen eigentlich so alles. Lass mal deine Nase unten. Nice. Wollte ich mir nicht eigentlich irgendwas zu essen holen? Ja, gell? Wolltest du. Ich glaube, ich gehe jetzt mal kurz was zu essen holen. Der Michael unterhält euch jetzt kurz. Bis gleich. Bis gleich. Die Frage ist, wie ich euch unterhalten soll. Mir fällt nichts ein. Außer, dass meine Maschine gerade derbst am Rumspacken ist. Ich bin ungefähr, was meine Geschwindigkeit angeht, bei 280 Knoten. Verdammt wenig. 22.000 Fuß Sinkflug. Und ja. Sonst passiert hier nicht viel bei mir. Jo, ich hoffe, ihr habt schön Silvester gefeiert. Seid nicht so müde wie wir beide. Oder vielleicht doch. Ja. Was ist denn mit diesem Ding jetzt los? So, ich versuche die jetzt mal zu stabilisieren. Ist halt blöd, dass ihr meine Maschine gerade nicht seht. Sondern nur Dummies Maschine. Aber ich versuche euch mal auf dem Laufenden zu halten, damit ihr wisst, was hier gerade so abgeht. Jetzt steigt meine Maschine wieder, wenn wir wieder die Nase runterziehen. So, langsam pendelt sich die Maschine ein. 320 Knoten. Ground Speed 434, das ist okay. Ich glaube, das lassen wir jetzt mal so. So, wir haben eine ETE von 3 Stunden und 15 Minuten. Das heißt, in 3 Stunden und 15 Minuten sind wir bei unserem Top of Descent. Ja. Wie sie lang, würde ich sagen. Okay, jetzt geht sie wieder hoch mit der Nase. Wieder die Nase runterdrücken. Kriegen wir mal einen Left Turn, um auf unseren Waypoint-Kurs zu kommen. Wie ihr eigentlich schon mitbekommen haben müsstet, fliege ich etwas anders als Domi. Nicht so professionell, der fliegt ja wie ein richtiger Pilot. Ich fliege etwas manueller, weil ich noch nicht so ganz vertraut bin mit den ganzen Sachen und zum Beispiel FMC. Müsste ich mich nochmal einlesen, einarbeiten. Und ja, deswegen manuell über Waypoints.
spart halt auch extrem viel Zeit und Mühe. So, da ist ja der Domi wieder. Ja? Ah ja, stimmt. Ha! Oh, stimmt, du hörst mich ja so über Skype noch. Ja. Ich dachte gerade so, hey, ich hab dich über das Mikro angemacht und du hörst mich schon, ja, nice. Oh. So, jetzt wird erstmal ein bisschen Lebkuchen essen. Nice. Mm. Also meine Maschine ist wirklich am Arsch. Wie am Arsch? Sehr am Arsch. Also noch nicht abgestürzt, aber die ist die ganze Zeit hier am Rumspasten. Und ich habe keine Ahnung, was ich hier machen kann, um die Maschine wieder einigermaßen stabil in Richtung Kuala Lumpur zu bewegen. Notlandung. Colombo. Könnte man machen, ja. Könntest du machen. Dann könntest du mir entgegenkommen aus Kuala Lumpur. Ja. Mit einer 777 oder irgendwas. wie machen wir das jetzt? Ich liebe ja Lebkuchen, das muss ich mal kurz anmerken, ne? Ich habe immer noch so viele übrig. Mhm. Obwohl ich ja das, die Lebkuchen, die ich geiler finde, jetzt fertig mache. Also nicht diese Oblatenteile, sondern diese anderen. Die einfach komplett ummantelt sind mit Schokolade. Die finde ich so geil. Die finde ich auch geil. Ich finde aber die mit Zuckerguss noch geiler. Mhm. Ja. Die esse ich am liebsten. Das sind halt echt die geilsten. Obwohl ich inzwischen sagen muss, dass ich eigentlich jeden Lebkuchen geil finde. Nee, ich finde die ohne Ummantelung finde ich scheiße. Ich finde die auch geil. Weil da hast du halt einfach diesen... Keine Ahnung, irgendwie diesen Geschmack, halt diesen Lebkuchengeschmack. Den kann man halt nicht beschreiben. Das ist halt einfach Lebkuchen. Lebkuchengewürz. Hast du dir eigentlich das... Bram vs. Jay angeschaut? Nee. Das Schmecken? Nee, hab ich nicht. Musst du dir mal anschauen. Ziemlich cool. Mach ich, aber nicht jetzt. was wollte ich denn gerade gucken? Genau, ich wollte kurz auf Flightradar was gucken. Ich habe ja gestern gesehen, dass Finnair ihre dritte 350 übernommen. Seht ihr? Natürlich fliegt Etihad nach Brüssel wieder mit einer neuen Lackierung. 30? Natürlich. Klasse. Ich krieg die Krise, echt. So, wir sind noch 24.000. Kommt nie gutes Zeug nach Frankfurt. Alter, die Leute, die werden uns so umbringen. Es kommt nie gutes Zeug nach Frankfurt. Also, die Leute, die, keine Ahnung, in Stuttgart oder so wohnen. Also, bitte. Ja, dafür, weißt du, in Stuttgart habt ihr wenigstens Eurowings. Sowas haben wir ja in Frankfurt nicht. Also schon, aber in Lufthansa-Lackierung und das ist halt scheiße. In Star Alliance. Mhm, ja, stimmt, ja. Hier schon wieder! Ah ne, okay, das ist Frankfurt-Philadelphia. Ich habe nämlich letztens beobachtet, Lufthansa, also diese 340er von Lufthansa, die fliegen für einen Lufthansa von Frankfurt Außenflug, kommen zurück nach Frankfurt, fliegen nach Köln, fliegen in Köln, von Köln aus für Eurowings einen Flug, fliegen dann wieder nach Frankfurt und fliegen dann wieder für Lufthansa einen Flug. Das ist so dämlich. Lufthansa haut sich damit so in den Ruin mit diesen Drecksdingern. Aber naja, wenn sie es unbedingt wollen, dann sollen... Ich krieg... So, wo ist Colombo? Ah, wo die Syracuse in... auf dem Weg Richtung von Shanghai zurück. Ah ja, genau, da war die einfach, warte, war einfach am 28. da, dann ist sie heute da, weißt du. Welche? Warum die Syracuse India, warum können die nicht einfach einmal nach Frankfurt schicken? Danach ist mir das ja auch scheißegal. Die andere ist in Peking, die war da auch am 30. dann heute wieder. Aber auch bitte an einem Tag, wo die Sonne scheint. Ja. Und nicht beim Morgenflug, also nicht beim Frühmorgenflug, sondern... Ja, obwohl, das ist ja egal, weil am nächsten Tag kommt sie dann ja eh wieder. Spät, also mittags. Das ist ja das Gute in Das ist echt das Gute. Das heißt, du hast auf jeden Fall die Chance, sie zweimal zu sehen. Mhm.